Stimmen die Umfragen, so ist das der Sommer der FPÖ. Konstant bei 30% für Herbert Kickl. Bleibt es so, ist die FPÖ bei der Wahl 2024 stimmenstärkste Partei und Kickl möglicherweise Bundeskanzler. Mein Name ist Karl Wendel. Ich bin jetzt mit Markus Abertzger verbunden, Tiroler FPÖ-Chef. Er wurde bei der Wahl in Tirol ja damals Zweiter, aber er ist in der Opposition. Herr Abertzger, können Sie mich hören? Grüß Gott, Herr Wendel, ich kann Sie sehr gut hören, ja. Ja, also die Umfragen sprechen für euch. Kickl als Bundeskanzler, ist das realistisch, Herr Abertzger? Ja, aus meiner Sicht sehr realistisch. Ich glaube nicht, dass sich an der Politik zwischen Schwarz-Grün im Bund großartig was ändern wird. Die Leute stöhnen unter der Belastung. Die Teuerung ist enorm, wird immer schlimmer. Die Strompreise sind nicht zu zahlen, gerade auch in Tirol, aber im restlichen Österreich. Und die Bundesregierung steht still, blockieren sich gegenseitig, picken an den Ämtern, die sie haben. Und so wie es ausschaut, sind 30% möglich für unsere Partei mit Herbert Kickl. Und dann haben wir natürlich auch den Anspruch, als stimmenstärkste Partei den Kanzler zu stellen. Und das ist dann logischerweise Herbert Kickl. Also ein Verzicht zugunsten der ÖVP kommt für Sie überhaupt nicht in Frage, oder? Naja, ich sage immer, ich werde öfters gefragt, aber das ist ja geradezu grotesk. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, der Herbert Kickl und die FPÖ feiern 30%. Dann haben wir dem Herbert Kickl diese 30% mit zu verdanken mit der ganzen Mannschaft. Das beste Ergebnis, das eine FPÖ jemals in der Geschichte eingefahren hat. Und dann hat er natürlich das Anrecht, logischerweise auch Kanzler zu werden. Und es ist unsere Nummer eins und das ist er so. Und da wird sich ja jeder da beugen müssen. Und ich muss schon eines sagen, und da appelliere ich schon an die staatspolitische Verantwortung von allen anderen Parteien, insbesondere auch der ÖVP. Es gibt eine staatspolitische Verantwortung. Und wenn die österreichische Bevölkerung jemanden zum Stimmenstärksten machen mit 30%, oder möglicherweise knapp drunter, dann habe ich einfach meine persönlichen Animositäten hintanzuhalten. Dann habe ich diese staatspolitische Verantwortung zu übernehmen und auch dem Wählerwillen entsprechend zu handeln. Ja, aber die ÖVP steht derzeit Herbert Kickl extrem misstrauisch gegenüber. Kanzler Nehammer hat ihn sogar als Sicherheitsrisiko im Zusammenhang mit Sky Shield bezeichnet. Was richten Sie der ÖVP aus? Naja, Sicherheitsrisiko. Ich darf daran erinnern, dass Karl Nehammer Innenminister war, als wir diesen grausligen islamistischen Angriff in Wien hatten. Und da ist auch herausgekommen, dass damals nicht alles so eitelwonne gelaufen ist in dem Ministerium, wie es laufen hätte sollen. Wer ist die ÖVP? Die ÖVP existiert derzeit nicht. Wir haben vom Neusiedlersee bis zum Bodensee bröckelt es innerhalb der ÖVP. Was sozusagen Ansagen der ÖVP wert sind, das wissen wir aus der Vergangenheit. Die halten meistens nach dem Wahlsonntag keine 48 Stunden, siehe Salzburg, siehe Niederösterreich, und so wird es auch bei der Nationalratswahl dann sein. Ja, aber ebenso die SPÖ unter den neuen Vorsitzenden Andreas Babler, aber auch der Bundespräsident traut eben Herbert Kickl nicht so wirklich. Also beide haben ja gesagt, nein, mit Kickl nicht. Der Bundespräsident will nicht angeloben und Babler hat überhaupt gemeint, nein, überhaupt nicht mit Kickl. Ja. Naja, also Person Babler, seien Sie mir nicht böse, Wendel, aber Kommunist, Marxist oder Leninist, wenn so jemand von Vertrauen redet, dann kriege ich persönlich irgendwelche Befürchtungen. Wenn ich mir gerade anschaue, was diese Regime in der Vergangenheit in Europa oder sonst wo angerichtet haben. Also ich glaube, der Herr Babler ist nicht in der Lage, von Vertrauen überhaupt zu reden. Ist aber schwierig, logischerweise, als Koalitionspartner, wobei innerhalb der SPÖ weiß man ja auch nicht, wenn er nicht dementsprechend liefert, was ich nicht für möglich halte, ehrlich gesagt, dann ist er schneller weg, wie er da war. Und der Herr Bundespräsident wird halt auch die tatsächlichen Gegebenheiten realisieren und dementsprechend auch so handeln müssen. Die tatsächlichen Realitäten sind dann so, dass wir die stimmenstärkste Partei sind möglicherweise, wenn uns der Wähler und die Wählerin das Vertrauen gibt. Und dann schaue ich mir an, ob das Staatsoberhaupt dann sagt, ich verwehre mich gegen den Willen der österreichischen Bevölkerung. Also das wird er sich nicht leisten können, der Herr Bundespräsident.
und er wird von der Realität dann eingeholt werden. Worauf führen Sie das eigentlich zurück, dass die Umfragen nicht nur seit Wochen, sondern seit Monaten so gut laufen für Kickl und die FPÖ? Ja, also man muss ja sagen, dass diese schwarz-grüne Bundesregierung äußerst schlecht gestartet ist. Also man hat ja gleich einmal zu Beginn war diese Kurzära, die kurz war, die dann, wo er dann weg war. Dann hat es diese wechselnden Minister gegeben, Kanzler gegeben. Also, und es hat inhaltlich eigentlich ist nichts weitergegangen. Und das sieht die Bevölkerung. Wir sind dann in eine unglaubliche Teuerung gerutscht. Wir sind davor und das war natürlich etwas, was der Bevölkerung geblieben ist. Man hat die Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen getreten. Man hat Leute, die nur weil sie nicht geimpft waren, dementsprechend eingeschlossen, weggesperrt und in Quarantäne geschickt. Man hat hier die Gesellschaft gespalten und genau jene Personen, die vergessen das nicht. Man vergisst das nicht, was man mit den Österreicherinnen und Österreichern gemacht hat. Und die Freiheitliche Partei war von Anfang an mit auf der Straße, war von Anfang an diejenigen, die hinter diesen Personen gestanden sind. Und das vergessen die Leute nicht. Und die Wahlergebnisse, angefangen von Tirol bis zuletzt Salzburg, haben das genau bewiesen, dass natürlich das nicht vergessen wird. Und bei der Nationalratswahl wird das eben so der Fall sein. Die Österreicher vergessen nicht so schnell, wie mancher Politiker das gerne hätte. Ja, in Tirol wurden Sie ausgebremst von Georg Dorner. Er war an dritter Stelle, ist jetzt aber der Vize-Landeshauptmann. Und Georg Dorner sorgt immer für Schlagzeilen, sowohl politisch, er greift eben den Andreas Babler massiv an, aber auch privat. Er ist jetzt mit einer Ex-Miss in Italien liiert, von einer Partei, der Sie eigentlich näher stehen als ein Sozialdemokrat, und zwar Alessia Ambrosi ist Abgeordnete der Fratelli d'Italia, die rechten Brüder an der Seite von Giorgia Meloni. Was sagen Sie eigentlich zu den amorösen Ausflügen Ihres Kollegen von den Sozialdemokraten in Innsbruck? Beide haben verloren. 10% verloren. Jetzt haben beide, die Wahlverlierer haben eine Koalition gemacht. Sie haben sich in die Koalition gerettet. Und zu den Liebschaften von Georg Dornauer, ja, man, er hat offenbar einen sehr guten Geschmack, muss man sagen. Nein, Spaß beiseite. Also das ist Privatsache. Ich kenne beide. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute und viel Glück für die Zukunft. Es ist gut so, dass das Lotterleben unter Anführungszeichen für ihn ein Ende hat, dass er jetzt quasi in geordneten Verhältnissen auch privat ist. Ich glaube, das ist dem Amt, das er innehat, als Landeshauptmann-Stellvertreter angemessen. Und ich wünsche beiden wirklich alles Gute. Liebe kennt offenbar auch keine politischen Grenzen. Ja, aber offensichtlich gibt es einige innerhalb der Sozialdemokratie, die das gar nicht so witzig finden. Die sagen, was kann man das überhaupt privat mit einer Vertreterin einer postfaschistischen Partei zusammen zu sein? Naja, es kommt einmal darauf an, wie sie ihre Politik lebt und offenbar macht sie das ganz, ganz gut, was ich gehört habe. Aber das sind genau diejenigen, die kritischen Stimmen jetzt, die offenbar Demokratie nicht verstanden haben. Also man kann ja auch miteinander diskutieren, man kann auch unterschiedliche Ansichten haben, aber dann sich als Mensch doch gern haben. Nicht? Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, da verstehen offenbar all jene, die gerade immer Demokratie und Menschenrechte und Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit predigen, dann privat eigentlich genau das Gegenteil machen. Nicht? Also der Fehler liegt nicht beim Georg Dornauer und der Alessia Ambrosi, sondern bei deren Kritikern. Also Sie richten ihn aus, alles Gute auf privater Seite. Politisch werden Sie ihn weiter natürlich bekämpfen. Sagen Sie, Sie haben auch aufhören lassen damit, dass Sie gesagt haben, der jetzige Landeshauptmann wird bei der nächsten Wahl sicher nicht mehr antreten und möglicherweise wird der Staatssekretär Florian Turski ihm nachfolgen. Wie kommen Sie eigentlich dazu? Welche Informationen haben Sie da? Also ich glaube, dass Mattl in Pension geht, beziehungsweise in Pension gegangen wird, wie es so schön heißt innerhalb der ÖVP in Tirol. Die Performance während des Wahlkampfes war von Toni Mattl komplett schlecht. Das hat man, glaube ich, auch sehen können. Er hat sich dann in diese Koalition gerettet. Parteiintern läuft es innerhalb der ÖVP überhaupt nicht gut, also ganz, ganz schlecht. Also da vertraut die eine Hand der anderen nicht. Und man hat einen neuen Stern, der aufgeht offenbar jetzt mit Florian Turski, der ja auch als Kandidat für die Innsbrucker Bürgermeisterwahl gehandelt wird.
und so wie ich Florian Turski kenne, sehr aufstrebsam, kommt eigentlich aus dem ursprünglichen Kurzlager, ist die Innsbrucker Bürgermeisterschaft, wenn er Bürgermeister, will Bürgermeister werden, dann als Zwischenstufe zum Landeshauptmann 2027. Und ich gehe davon aus, nachdem Mattle auch mittlerweile nicht realisieren hat können, wird man das so versuchen, elegant zu lösen. Ja. Das klingt ja danach, als würden Sie sich den Florian Turski geradezu herbeisehnen. Nein, ich sehe mir sowieso niemanden herbei innerhalb der ÖVP, SPÖ oder so. Das ist alles Ihre Sache, wenn Sie aufstellen. Wobei nach dieser Ausgrenzungspolitik vom jetzt amtierenden Landeshauptmann Mattle ohne Grund und ohne Not. Man sieht ja in anderen Bundesländern, dass es sehr, sehr gut funktioniert mit der FPÖ. Wünsche mir natürlich schon jemanden anderen an der Spitze des Landes, der zumindest diese Ausgrenzungspolitik nicht weiterführt und eine demokratisch gewählte Partei jetzt bei 19% nach der nächsten Landtagswahl noch weiter drüber nicht von vornherein ausschließt. Und da gehört Florian Turski sicherlich dazu, der zumindest auch mit allen reden kann und mit allen reden wird, nehme ich mal an. Vorhin haben wir über die Bundespolitik gesprochen. Sie haben scharfe Kritik geübt an Kanzler Nehammer, ebenso an Herrn Andreas Babler. Sie meinen, er sei ein Kommunist, Marxist, aber es gibt ja in der Regierung auch die Grünen. Wie bewerten Sie eigentlich die Performance von Kogler und Co.? Die hätte ich schon fast vergessen, ja. Naja, wie gesagt, zu vergessen. Ich weiß nicht, was Sie wirklich tatsächlich dazu beigetragen haben in dieser Regierungsverantwortung, außer dass man die autofahrende Bevölkerung noch weiter quält. Oder jetzt auch diese Regelung mit der Karenzzeit, wo man nicht die volle Karenz in Anspruch nehmen darf, wenn man nicht zumindest zwei Monate, wenn beide Teile zumindest die Karenz in Anspruch nehmen, damit will man sozusagen mehr Männer in Karenz bringen, was ein kompletter Schwachsinn ist. Man muss die Lebensrealitäten beachten. Als Selbstständiger beispielsweise oder als Selbstständige, die verantwortlich ist für mehrere Mitarbeiter, ja, die oder der wird nicht einfach in Karenz gehen können. Also da ist lauter Husch-Pfusch und die Grünen außer dass sie die Klimakleber-Trotteln dementsprechend unterstützen, medial und möglicherweise auch finanziell, das weiß ich nicht, das lasse ich mal außen vor, sehe ich von den Grünen überhaupt nichts. Ne? Auch Dorner spricht permanent davon, dass seine Partei, die Sozialdemokratische Partei, näher an den Lebensrealitäten der Menschen heranrücken soll. Jetzt sagen Sie das auch, habt ihr euch gegenseitig abgesprochen? Na, abgesprochen haben wir uns nicht. Im Normalfall kopiert Georg Dorner gerne unsere Ansichten oder unsere Aussagen entsprechend. Allerdings hat er da recht. Nicht nur das Problem ist halt, dass sich ein Babler und Co., Babler beispielsweise, er hat sich ja selber als Marxist bzw. Leninist geoutet, indem er irgendwelche Büsten in seinem Büro gehabt hat. Also da muss man sich ja sowieso einen Kopf greifen. Aber diese Lebensrealitäten wird gerade von der SPÖ wird das nicht eingesehen. Nicht? Eine 32-Stunden-Woche klingt schön, bei gleichem Gehalt wird sich das aufgrund des derzeit vorherrschenden Fachkräftemangels ja sowieso nicht spielen. Nicht? Also das sind alles so irgendwelche Phrasen, die da den Leuten vorgehalten wird, wo man dann sagt, das kann man realisieren, wo unmöglich ist, dementsprechend zu realisieren. Das ist alles ein Wunschtraum, eine Utopie und irgendein Märchen, das die Leute nicht mehr glauben. Ja, aber er, Dornauer, fordert auch von Babler eine restriktive Migrationspolitik. Das klingt ja auch stark nach Ihren Forderungen, oder? Ja, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Beim Georg Dorner, ich habe gesagt, dass er produziert sehr viele Überschriften, er sucht die Schlagzeile, handeln tut er ja anders. Er hat ja jetzt als zuständiger Landesrat in diesem Bereich hat er geschaut, dass die Quote von 60%, die Erfüllungsquote vom Bund vorgegeben, 60% haben die Grünen erfüllt. Georg Dorner erfüllt jetzt 80%, hat das gesteigert und hat selber gesagt, tatsächlich jetzt kommen nur syrische und afghanische Männer nach Tirol und die brauchen wir ehrlich gesagt nicht in Tirol. Also er redet so und handelt anders. Er sagt, er ist für restriktive Asylpolitik. Dinkelt da von Gasthaus zu Gasthaus, von Stammtisch zu Stammtisch, handelt aber genau gegenteilig. Also da kann man das nicht glauben, was Georg Dorner sagt. Er steht nicht für eine restriktive Asylpolitik, sondern eher, da wünscht man sich schon fast die grüne Landesrätin zurück, weil die hat Gott sei Dank gleich 60% Quote erfüllt, er hat 80%. Ja, wie
am Anfang erwähnt, ihr liegt konstant, also die FPÖ auf Bundesebene, bei 30%. Rechnen Sie damit, dass es so bleibt oder könnte es vielleicht doch noch ein bisschen nach oben gehen? Ja, ich habe gesagt, also vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, wenn man da gesagt hat, ihr habt so ein halbes Jahr oder ein Jahr vor der Wahl, liegt es hier so gut, dann ist das fix. Mittlerweile in dieser kurzlebigen Zeit kann sich viel tun, wenn alles beim Alten bleibt, also politisch Inhalte, nicht jetzt auf einmal irgendein Wunderwutzi daherkommt, und den sehe ich nicht, ganz im Gegenteil, oder irgendwelche Maßnahmen gemacht werden, wo merkbare Entlastung der Bevölkerung zur Folge hat, dann wird es so bleiben und die 30% sind möglich und Bundeskanzler Herbert Kickl ist auch möglich. Ja. Auch wenn es vielen nicht gefallen wird, der Bevölkerung wird es gefallen. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Interview, Herr Abwärtsker, und liebe Grüße nach Innsbruck.